So, das waren glaube ich auch mehr als 120, aber ist egal. Gut ist, wenn du wieder mitmachen konntest. Hallo und herzlich willkommen bei seilspringen-lernen.de oder bei springseilpower.de. Heute geht es darum, wie du als Seilspringen-Anfänger den Alternate-Step springst, und zwar erst 30 Seildurchschläge und eventuell, wenn du diese schon locker schaffst, dann 120 Seildurchschläge. Warum 30 und 120, erkläre ich dir jetzt. Also erstens, der Alternate-Step ist so der zweite Grundsprung, den man im Seilspringen hat. Es gibt den Bounce-Step, wie du hier in diesem Video erfährst, was ich hier ja nochmal verlinkt habe für dich. Das war sozusagen der erste Bounce-Step, beide Beine und dann eben halt entsprechend so springen. Und der Alternate-Step ist halt einfach, wenn du dann wechselnd auf den Bein springst. Das wäre dann der Alternate-Step, also alternierend sozusagen steppen oder springen. Ja, warum 30? 30 ist erstmal so eine Zahl, gerade für Anfänger, die erstmal dich motivieren sollen, 30 Seildurchschläge hintereinander umzusetzen. Weil es ist besser, als wenn du jetzt gleich eine Minute versuchst zu springen, aber laufend hängen bleibst. Davon hast du auch nicht viel. Also erstes Ziel sollte einfach mal sein, 30 Seildurchschläge eben halt hintereinander zu springen, bevor du nachher in die entsprechenden Zeiteinheiten gehst und nach Zeit springst. Wer diese 30 schon schafft, kann dann gerne die 120 springen. Schreib einfach mal in die Kommentare unten. Würde mich mal interessieren, wie viele Seildurchschläge du denn schon beim Alternate-Step schaffst oder vielleicht beim letzten Video bei dem Grundsprung, also bei dem Bounce-Step, geschafft hast. Schreib das einfach jetzt mal kurz in die Kommentare, bevor es losgeht. Interessiert mich mal, wo so ungefähr du liegst. So, und dann lass uns starten. Ich nehme heute wieder mein etwas kürzeres Springseil von Crossrope und werde jetzt mit dir zusammen erstmal die 30 Durchschläge beim Alternate-Step springen. Meistens fängt man erstmal mit dem Bounce-Step an und geht dann in den Alternate-Step über. Und zwar sieht das so aus, und dann zählen wir, wenn ich übergehe, sozusagen diese 30 Durchschläge. Und los geht es. So, wenn du mitgemacht hast, wirst du gesehen hast, waren glaube ich ein paar mehr als 30 Alternate-Steps. So sieht es aus. Kannst du dir gerne auch schon mal annehmen. Ich persönlich mag es sozusagen bei den Seilspring-Workouts, hauptsächlich beispielsweise den Bounce-Step zu springen. Also sprich, nochmal hier zu sehen, mit beiden Füßen nicht so hoch, nur hoch wie nötig. Und danach dann eben halt in diesen Alternate-Step überzugehen. Das hat den charmanten Vorteil, dass du bei Seilspring-Workouts eben halt einfach diesen etwas anstrengenden Sprung machst. Den Alternate-Step, der etwas mehr aus meiner Sicht Puste braucht als eben halt der Bounce-Step. Und auf dem Bounce-Step kann man sich immer wieder zurückziehen in so einem Workout, wenn man dann mal in Anführungsstriche etwas wieder gemäßigter springen will oder eben halt mehr schütteln will beim Springen. Ja, so, wenn du diese 30 Grad geschafft hast, werden wir jetzt noch weitermachen. Diese 120 springen. Warum 120, erkläre ich dir auch gleich nochmal, falls du das letzte Video nicht gesehen hast. Aber lass uns jetzt erstmal die 120 springen und vorab natürlich wieder den Bounce-Step, wo wir dann in den Alternate-Step übergehen. Bist du ready? Springseil genommen und los geht es.
So, das waren, glaube ich, auch mehr als 120. Aber ist egal. Gut ist, wenn du wieder mitmachen konntest. Jetzt noch mal ganz kurz die Erklärung, warum 120. Nehmen wir an, du springst in einer Sekunde 2 Seildurchschläge. Dann hast du logischerweise in einer Minute, weil 60 Sekunden ja sind, hast du dann halt entsprechend in einer Minute 120 Alternate Steps absolviert. Das solltest du immer dann machen, bevor du wieder zum nächsten Seilsprung übergehst, weil es bringt schon Sinn, wenn du erstmal eine gewisse Routine entwickelst und dann eben halt, wenn der Sprung fester sitzt, du ihn regelmäßig gemacht hast, ihn dann halt durch einen neuen Sprung erweiterst. Und das werden wir nach und nach machen. So, jetzt mal noch zu dem Thema, was wollen wir eigentlich erreichen damit? Wir wollen hier bei springseilpower.de dahin gehen, dass wir regelmäßige und sehr gute Seilspring-Workouts machen mit den entsprechenden Springseilen von Crossrope als Bundle. Also Bundle heißt halt mehrere Springseile, die unterschiedlich schwer sind. Mit denen werden wir also die Workouts machen und du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Das heißt, im nächsten Video geht es um das Thema von 0 auf 180. Sei gespannt, worum es dabei geht. Am besten ist, abonnierst den Kanal, gibst einmal ein Like und trägst vor allen Dingen mal ein in den Kommentaren, was dich bewegt, mit dem Seilspringen anzufangen oder was dich interessiert, wo wir noch weitermachen sollten. Aber im nächsten Video erstmal von 0 auf 180. Dein René von springseilpower.de. Bis dann und ciao.